Warte mal, sind das Scarlett und Schmähler? Die machen super geil Content, Mann! Scarlett, Schmähler, sie waren schon vor den ganzen Fenstern. Die Jungs sind richtig so. Kein Haar, viel Bart, zwei dicke Null wie an dem Fahrrad. Die Jungs sind richtig so. Wie Eis am Stiel. Stockemarsch, aber so real. Zwei Männer, ein Game und nichts zu melden. Content garantiert, Profi-Gepäck ist zu selten. Ganz privat und völlig ohne Grenzen. Lebenszeit verschwenden. Quasi eine Freundschaft bloß, naja, nicht ganz. Die Jungs sind richtig so. 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 Ich bin nicht groß, ich versinke im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und. Ha! Tschi! Also krank wäre es auch gewesen, wir hätten einfach so ein Gänger, Early. Es gibt ja Beeren, die können wir gleich ganz gewinnbringend einsetzen. Die gebe ich dann direkt mal, ne? Also die Sinebeeren zum Tragen, dass die sich wieder healen. Und Pirsifbeere ist, glaube ich, gegen Vergiftung, meine ich mich zu erinnern. Oder Paralyse, eins von beiden. So, da gucken wir doch gleich mal. Ich mache noch mal kurz einen Save. So. Und. Nimm den Mauszeiger weg. Ja. Beutel. Da sind die Sinelbeeren. Geben. Hinten, aua, erhält eine Siedelbeere zum Tragen. Und, boah, wäre natürlich auch krass, ne? Weil die Items, die sie dabei haben, können ja auch randomized sein. Deswegen wäre es auch cool, wenn wir einen Zickzacks finden, weil dann sind die Items, die das finden kann, auch randomized, wenn wir da so einen Seegesang holen oder so. Oder einen Meisterball. Oder wir machen es gleich ganz groß und holen einen Meisterball. Ach ja, Mensch, Zickzacks hat schon wieder einen Meisterball gefunden, Reb. Ach, wird aber langweilig. Oh, Myrapla. Ja, dann los, okay, hinten, aua. Pickel. Richtiger Käferkalle. Oh, das reicht? Ah, Absorber. Die haben da wirklich eine Riesenschwäche gegen Pflanze, ne? Momentan. Das ist ein richtiges Problem. Mach ich mal einen Gener. Weil das ekelhafte, dass die sich auch healen. Ja, naja, klar. Und wir haben ja auch nichts dagegen jetzt, ne? Hintenauer ist der bessere Gegner. Wir bräuchten halt mal eine Konfusion auf Hintenauer. Ansonsten wird es nämlich dünne. So, und jetzt wird reingetackelt, den nehme ich an. Oh, war schon. Schläft das nicht ein, sag mal? Braucht aber auch lange bis zum Pennen. Na, doch nach der Runde, glaube ich. Wir haben keinen Trank dabei, ne? Ja, aber eine Sinebeere. Stimmt, wir haben eine. Ach, Gott sei Dank haben wir ja gerade gegeben, ne? True, true. Gutes Tackle. Es schläft weiter. Auch sehr weit vom Schuss, dass jemand, der schläft und dem völlig ins Gesicht getreten wird, dann einfach nicht davon aufwacht. Na, in alten Editionen war es ja auch so, dass Elektro-Pokémon paralysiert werden konnten, ne? Ist es jetzt nicht mehr so? Ich weiß nicht, ob wie es in Smaragd ist, aber in den neuen Neueren ist es nicht so. Ich glaube ab Generation 6 oder so. Okay. Eieiei. Oh, Level 3, das ist okay. Deswegen können zum Beispiel in späteren Generationen auch Stahl-Pokémon nicht mehr paralysiert werden. Hä? Wie ist da der Zusammenhang? Ja, wie willst denn du Elektro auf Stahl, wie willst denn du so einen Metallträger paralysieren? Ach so, okay. Das ist ja wie so ein Feuer-Pokémon zu verbrennen. Ist ja auch Quark. Das ist auch ein Problem. Ein großes. Außerhalb des Kampfes an Gift sterben zählt nicht. Das zählt nicht. Es muss ja den Kampf verlieren. Naja, und der Kampf ist ja nicht verloren. Aber wir heilen uns jetzt auch erstmal um 20 Punkte. Tschüss. Um 10, ich habe gelungen. Um 20. Ja, schau, gleich mal völlig übertreiben. Jawohl. Schmeckt. Und jetzt wird hinten Aua zum Todesstoß ausholen. Ah. Oder am Giftschirm. Nein, ach. So. Jetzt kriegt er erstmal ein Level ab. Und wir haben. Schmähler, soweit ich weiß, eine Beere aufgehoben, die das Gift wegmacht. Ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Ja, Scamler gewinnt. Scamler scammt 48 Poke. So. 48 Scarlet Coins. 40 Beere, jawohl, das ist gegen Vergiftung. Aber was richtig witzig wäre, wenn Gift einfach wirken würde wie Intensität.
Einfach komplett random Betrag. Ach, das ist auswürfelt, meinst du? Ja, und das kann natürlich mal, auch sein. Weil jetzt hat es ja gerade 3 gezogen, stell dir vor, es zieht einfach mal so 15. Na, aber ist das nicht bei Toxin ist es doch so, das verdoppelt sich doch immer, ne? Weil, boah, also, das weiß ich nicht. Ja, also Toxin macht jede Runde mehr Damage und ich glaube, es verdoppelt sich. Es macht erst, glaube ich, ein Achtel, dann geht es weiter zu einem Viertel und so weiter und so fort. So, dann machen wir mal. Hinten Aua macht einen ziemlich guten Job. Der ist das neue Flaggschiff bisher. Das Pokémon darf ich leider nicht fangen. Och, es hätte auch ein Pantimos sein können. Pantimos. Oh, das ist auch so viel, das hasse ich. Hass gleich, okay. Ich hasse, ja, das ist wie so ein Wo-In-Genau. Oh, das ist aber auch cool. Ah, das weiß ich nicht. Ach, siehst du übrigens, ne, auch eine Attacke, die uns wahnsinnig gefährlich werden kann in diesem Run, ist Abgangsbund. Da müssen wir auch irgendwie drum rumschiffen oder vielleicht sogar mal jemanden sacrificen. Und es ist auch nicht so geil, dass wir bis jetzt erst eins von 3 möglichen Pokémon gefangen haben. Gott sei Dank ist es wenigstens hinten Aua geworden. Aber wir können doch Abgangsbund outplayen, indem wir einfach das Pokémon wechseln. Wenn wir noch eins haben, auf jeden Fall. Ja, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Also. Ne? Ja. Jetzt komm aber. Hinten Aua mit dem Tackle. Oh, es wird ja immer weniger, diese blöde Barriere. Kann nicht mehr erhöht werden, Gottes Willen. Hör auf damit! Tschüss! So, wie viel Punkte gibt es denn für so ein Pantimos? 77, ist nicht bad, nehmen wir an. So, da ist noch ein Trainer hier. Vorne die Holde Maid. Die schnappe ich auch noch. Mein Ziel steht es, zu gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten zu werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Okay. Karriere? Bei meiner Karriere-Bahn. Was haben wir denn? Oh nein! Das ist ja auch scheiße. Also wirklich vom Regen in die Traufe, Schmähler. Direkt gehen wir rein. Ja, müssen wir. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben 2 Wasser-Pokémon und alles, was wir treffen, ist Pflanze und Elektro. Das gibt's doch nicht. Na, und ein Steuerrack. Nee, und ein Steuerrack. Und ein Steuerrack. Bitte paralysiere mich nicht. Das ist guter Damage. Das ist guter Damage. Jetzt hoffen wir mal nicht so ein riesiges Vieh noch danach. Ich sag dir, jetzt musst du mal ein Pokémon achten. Ich sag dir, wo wir jetzt Game Over gehen. Wenn das jetzt Magnetilo wird, haben wir gar nichts. Oder ein Zapdos. Oder ein Zapdos. So. Mino und Gott sei Dank. Wobei aber Magnetilo ist doch Elektrostahl. Exakt, da hätten wir ewig gebraucht, um mit dem Tackle zu finishen, weil die von Haus aus sehr hohe Verteidigung haben. Ja, aber mit dem Felinchen Aquaknarre? Wasser auf Stahl? Oh, das weiß ich nicht. Ist ja doppelt, aber nur. Und normal gegen. Nee, Elektro, aber. Ach nee, und nur Wasser, ist nicht, Wasser ist aber nicht effektiv auf Stahl. Warte mal, pass mal auf. Wasser. Pass mal auf jetzt. Wasser ja, auf bitte. Stahl ist halt normal, wie ich es gesagt habe. Ne? Das stimmt nicht! Egal. Ja. Gut, wäre halt schlecht geworden. Etwas. Ne? Aber Minun ist wach, hinten Aua ist nur paralysiert, kein Problem. Wir sollten zusehen, dass wir uns ein Feuer-Pokémon angeln. Ja, aber ich weiß. Sinne. Wann gibt's denn hier eine Angel? Ach, eine Angel kriegen wir doch erst in Faustau-Hafen. Das ist noch richtig weit weg. Wir haben es. Oh, so spät? Wir haben Scarlet besiegt. Scarlet. Scarlet am Dänzen. Hier unten müsste ein Item liegen. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Siehst du? Lol, ein Magnet. Ich habe auf jeden Fall auch Bad-Items gemacht. Das heißt, wir können hier nicht die ganzen Briefe ziehen oder so. So, neue City in Blütenburg-Schmiedenburg. So, und ich werde mich mal ganz kurz für eine Pipi-Pause verabschieden. Und lass die Dame mal in unsere Puck. Also so eine unangenehme Stille ist schon da. Aber wir haben schöne Musik. Wo ich bei Scarlet immer ein bisschen Angst habe, ist, wenn er sagt, er geht kurz Pipi-Pause machen aufs Klo und dann einfach so eine Viertelstunde braucht. Ah, guess who's... Aua, weg! Heim erstmal einen dicken Stoß jetzt hier auf dem Rückweg. Na, let's go. Danke. Deine Pokémon sind wieder top, viel kommen jetzt wieder vorbei. Schmäler, bist du da? Ja. Wunderbar. Natürlich. Was heißt hier, kann passieren? Ja, nichts. Habt ihr miteinander gesprochen? Wohin Nein. ist unser Heiko nur gegangen? Wir müssen auch bald nach Wiesenflur aufbrechen. Das werden wir mal sehen, wo der Heiko hin ist.
Wir haben die Möglichkeit. Ja. Nein, haben wir nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier rauszugehen. Nein. Hühner! Bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einen neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erstes die Arena im Ort an. Ah ja. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen und nicht am Gebäude. Tschüss. Ja, mach's gut. War dann mein Erlebnis. So, kann ich jetzt hier zurück? Bringt ihr mich jetzt wieder dahin? Ach Gott, nein. Ich habe eine Ausbildung zum Stadtführer gemacht. Verdammte Axt. Ja, ich will das. Nein, danke. Okay, dann gehen wir wohl rein. Dann gehen wir jetzt zu Papa. Ach, komm, jetzt nicht die Fa... So hat es bei mir auch angefangen. Dann habe ich mich für eine Glatze entschieden. Möchtest du auch der Vater sein, Schmädler? Komm, hau rein. Hm? Na, wenn das nicht Scamler ist, dann habt ihr also den Umzug beendet? Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist ein in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Gämler. Das sind großartige Aussichten, denn meine Füße sind groß. Ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gern Pokémon, bitte. Wie? Du? Ach, gut. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meinen Verwandten im Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Gämler, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko hier, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat einen Zickzack gehalten. Oh wow, ein Pokémon! Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Heiko erhält einen Pokéball. Oh wow, dankeschön! Scamler, kommst du wirklich mit mir? Wir haben nicht geantwortet. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen nein. Ja, mach mal alleine. Ich hab schon einen Weimler. Wir haben leider keinen Scamler. Weimler. Pokémon verstecken sich im hohen Gras wie diesem hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Wow. Da fängt doch ein Trassler an, ne? Ich glaube, das ist random. Ja! aber wieder nur Wasser. Und er hat einen Kraken, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Seedraking wäre schon... Was ist denn eigentlich, wenn in dem Tutorial er jetzt verliert? Was ist denn, wenn der Seedraking jetzt einfach Drachenwut hätte und ihn one-shottet? Ich glaube, das passiert nicht. Ist ja ihm aufgefallen, dass das Krakelo hinten ein Wi-Fi-Zeichen auf dem Rücken hat? Ich wollte es auch gerade sagen. Der hat ja volle Connection. Krakelo hat ja, glaube ich, immer das Pokémon gehört deinem Vater. Hey Tesla, der Erzähler hat doch gerade gesagt, er hat einen Zickzacks erhalten. Aber ja, normalerweise fängt der Trassler auf jeden Fall. Ah ja, okay. Nur muss man einen Ball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Wir haben hier mit Tesla einen Smaragd-Kenner. Ja, auf jeden Fall. Der Mann weiß Bescheid. Der kann so viel. Der weiß Bescheid. Jetzt fängt er sich einfach an Seedraking, ne? Und das Ding ist, der wird das behalten. Wenn der uns mal fightet. Das also ist... wird doch unser Feind, ne? Ja. Naja, also jemand, der... Ja, genau. Also... Der hat jetzt einfach einen Seedraking. Ja. Das ist echt schlecht. Nur ein... War meine Lieblingsedition neben Feuerrot. Ja, safe. Ich hab's geschafft, es gehört mir. Mein Pokémon. Scamler. Dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Schmeller! Hat es geklappt? Danke, ja, wunderbar. Hier haben Sie Ihr Pokémon zurück. Denn ich sehe Sie als Vater von meinem Kumpel. Danke.
mir, Scambler, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Scambler. Nun, Scambler, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Gehe nach Metaross City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon Aren auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Aren. Verstehst du? Verstehst du das? Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Gambler. Das war die beste Synchro, die ich in meinem Leben je erfahren habe. Dankeschön. Leiter besiegen, Trittleiter oder Aufstellleiter? Was so eine Aufsteller dabei? Trittleiter. Lass dich drunter durchgehen, ja? Tesla. So, ich mache mal kurz einen Heal. Oh, nein, 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 ich hab schon wieder. Nein, 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 nein. Okay, danke. So, da wollen wir mal. Neue Route, neues Glück, Schmendler. Also, warte, geh mal hoch. Oh, wer ist denn er? Ja. Entschuldige bitte. Lass mich raten, deine Kleidung verrät, wenn das so ein Trainer bist. Habe ich recht? Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder du bist einfach kein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Hä? Hallo? Tschüss. Hat er uns gerade gedisst? Beleidigt? Ja? Hast du mich gerade beleidigt? Hey, komm zurück. Gott, die Legende. Auf Alter, jeden Fall. Sind wir jetzt? 104. 104, jetzt können wir wieder zuschlagen. Okay. Oh, sind sie wieder so weit? Okay, was hätte man gerne? Mal nicht Wasser. Das wäre doch schon das Erste, oder? Elektro und oder Feuer. Elektro und oder Feuer. Oder Pflanze. Nicht Wasser. Oh Gott. Käfer. Oh Mann, ey. Das läuft aber auch beschissen. Okay, Tackle. Ich dachte immer früher, es heißt Tackle. Als ich noch kein Englisch dachte, hatte, so in der Grundschule, dachte ich, es heißt Tackle. Ja, ich dachte früher auch immer, es heißt Teenager. Ja, das ist aber hart. Teenager. Ja, das ist wirklich hart. Noch einen Tackle riskieren oder lieber den Ball schmeißen? Ich würde schmeißen. Dann mal los. Das Gute ist, wir kommen ja gleich in den Wald. Da haben wir dann noch eine Chance. Oh, was? Okay, er hat noch einen Tackle gemacht, dann machen wir jetzt keinen Volltreffer und schwächen ihn nochmal auf Rot, denke ich. Ich übernehme die volle Verantwortung. Gott sei Dank. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Gamblers Vater klingt wie ein richtiger Kiffer. Ja, langsam ist er auf jeden Fall. Das, langsam. Was ist denn hier los mit dem Safcon? Weißt du, was mir dazu einfällt? Das könnten wir auf jeden Fall zu Safcon 5 oder Defcon 5 machen. Sag mal! Ich wollte es einfach wegmachen. Nee, wir brauchen mich schon. Nein, so ab, wir brauchen. Nein, Schmendler, ich weiß, was du sagen willst, aber wir können nicht. Wir müssen das Ding mitnehmen. Wir brauchen alles. Wir brauchen auch nur mal was zum Beispiel mal einen Solarstrahl tankt und dann stirbt. Jetzt bleib drin, du Schwein! Gott sei Dank. Oh, mich tiltet dieses Vieh so, ne? Ich weiß auch gar nicht warum, es hat mir nichts getan. Der Panzer dieses Pokémon ist hart wie Stahl. Safcon bewegt sich kaum, da es das weiche Innere unter seiner harten Schale auf seine Entwicklung vorbereitet ist, wie du, Schmendler. Möchtest du das unkommentiert lassen? Mach weiter. Okay, mach mal Defcon 5? Ja, Defcon 5. Defcon. Oh. Defcon. Ja, Härtner, der beste Angriff. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Kefali, ich nehme. Oh, warte mal, ich bin hier völlig lost. Klein, mehr.
DEFCON 5, männlich. Hammer im Kasten, den Aal. So, ich gehe den mal kurz heilen. Aber Härtner, bester Angriff, wage ich zu bezweifeln. Denn es gibt noch den Schwerttanz. Ist es Schwerttanz? Also, die Attacke gibt's, ja, aber Safcon kann das nicht lernen. Nein, geht doch jetzt nicht um Safcon. Achso. Ich meine jetzt generell. Okay. Also zum Buffen. Ja, wir können jetzt natürlich überlegen. Wir können jetzt überlegen, in Blütenbox City gibt's ja noch Rosgras. Härtner, das ist ein guter Angriff in einer guten Beziehung. Entschuldigt sich zurecht, Tesla. Ich würde mal gucken, ich würde DEFCON 5 mal nach vorne packen. Den Trainerkampf hier nehmen. Oh nein, ich bin kein Trainer. Ach scheiße. Dann lass. Hast du stark genommen. Weißt du was? Dann lass gut sein. Dann will ich es auch nicht mehr wissen. Hast hier, du stark genommen? Wie ist mit ihm hier? Oh, entschuldige. Hallo? nee, das Blitze, was ich hier mache. So, hier? Aha! Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Solange ich denke, dass es Pokémon-Spuren sind. Dann holt er seinen Kumpel. Ja, was für ein tolles Gebäude. Warte, der hat Bodentyp. Nee, normal. Ah, der hat normal. Oh, Evoli, das wäre ja auch ein richtig geiler Fang gewesen, ne? Ich bin ja großer Nachtara-Fan. Oh, das hätten wir aber ewig nicht entwickeln können, ne? Nee, hätten wir auch nicht. nee, hätten wir auch nicht. Aber wir hätten daraus richtig einen Blitzer machen können. Ja, Blitzer wäre auch stark. Wieso geht's denn hier schon wieder daneben? Hat das nicht eine 100% Hit-Tackle? Oder ist das nur bei 95? 95, würde ich sagen. So schade, dass wir das nicht fangen können, ey. Oh, das wäre so gut, hör mal. Aber wir haben immerhin noch Keime auf dem Gewissen. Und ein Volltreffer. Besiegelt das Ganze. Nice one. Das ist hinten Aua. Kriegt schon mal ein paar XP-Points. Granbull. Da würde ich jetzt nochmal DEFCON 5 männlich nach vorne stellen. Und mit dem ein bisschen XP scheren, ja? Wir wollen den ja wenigstens. Was wird denn das überhaupt? Ein Smetbo, ne? Das wird ein Schmetbo. Ja, Bibo wird's ja nicht, ne. Das wird ein Smetbo. Metbrot wird das. Ui! Ah, zu Recht eingeschüchtert. Der hat richtig Bock, sich das zu Problem ist, Schmänler, ich glaube, Felinchen jetzt hier der bessere Pick, weil hinten Aua ist Psycho. Und das Granbull könnte ein Biss können. Und da wollen wir auf keinen Fall einen schnellen Vibe kassieren. Wir bleiben vorsichtig. Level 7 ist ein ganz schöner Hammer, ne? Das Granbull kann jetzt gefährlich werden. Aber das Granbull kann jetzt auch richtig hart gönnen. Oh, das stimmt. Die XP sind krass. Von Erfahrung, ne? Also true. Hast du einen okayer Schaden? Bis jetzt noch keinen Biss ausgepackt. Sehr, sehr geil. Okay. Ja, looking good. Wir bleiben dabei. Das ist ein hartes Tackle. Der könnte uns mit dem nächsten nicht rippen. Mit einem Volltreffer. Das geht noch nicht. Wir bleiben drin. Ja, daneben, oh Gottes Willen, ja. Und Aquaknarre. Jetzt war ein Volltreffer. Ja! Na, aber Schmädler. DEFCON 5, 133. Auf Ansage. Und Level 6. Wann wird das denn zu Smetbo, sag mal? Auf Level 10? Ausgezeichnet. Nee. Nee, ich dachte schon. Meinst du früher oder später? Später. Wann? Nee. Tesla sagt, ich glaube 10. Siehst du? 10 oder 12? Ich sag 10. Oh, 10. Hast du nachgeschaut? Ja. Okay. Ich brauche übrigens noch, ein Bild von Safcon, by the way. Ich kenne mich ja so gut aus mit Pokémon. Also such mal eins, wo das Safcon schön derpy aussieht. Oh, hier ist ja auch die Angelschaft am Start. Ich habe mir ein stark aussehendes Pokémon geangelt. Es besitzt magische Fähigkeiten. Okay, na dann, wir werden sehen. Eins. Palim! Palim, Palim! Level 9! Das hätte hart werden können, wäre das ein gutes Pokémon geworden. Oh boy. Das hätte richtig in die Hose gehen können bei einem Level 9er. Eieiei. Da müssen wir richtig aufpassen, was wir für Fights nehmen. Ja. Das ist ja auch die Challenge.
Ich mache einen Gen und verpiss mich dann, glaube ich. Ja. Ist das... Oh Gott! Ja, wir sind halt Psycho, ne? Das ist, das ist richtig blöd, ja. Scheiße. Das ist richtig blöd. Ab in die Pokémons, abs Felinchen raus. Komm, keine Kapriolen. Jetzt wird weggeknuspert. Wickel hat er auch noch. Na, das ist natürlich nicht so viel. Wir müssen auch mal nochmal einen Trank kaufen, glaube ich. Ganz wichtig. Wir haben gerade gar keinen. Ach, nö. Quatsch. Über ein paar Pokébälle. Über All-In gehen. Was ist denn das eigentlich für ein Viech? Weil es sieht ja ein bisschen aus wie ein großer Griff und ein ganz kleiner Dolch. Ja. Wie so ein Türgriff. Ja. Und so eine Klingel wird es sein. Ach, meinst du, auch so ein, du greifst so das unten an und schüttelst das dann? So. Oh ja. Ja, so ein... Hab ich gerade zweimal Glocke, Volltreffer hintereinander gelandet? Ja, bist doch ein geiler Typ. Also, das gäbe noch. Ich meine, eine Felinchen. Ja. Felinchen noch im Wickel, das macht aber nichts. Ja, was, ja. Was hättest du denn gerne jetzt mal demnächst hier? Also, ich wäre auch mit einem Pikachu total fein. Boah, der Pikachu ist schon sehr strong. Aber noch lieber hätte ich Magnetilo, das hat ein geiles Typing. Ja, bin ich kein Freund von. Nee? Nee, gar nicht. Warum nicht? Was hol ich denn an Magnetilo nicht ab, hör mal? Alles. Ich finde, sieht halt scheiße aus. Okay, dann Gegenfrage. Ja, stark, was sieht denn in der gleichen Preisklasse quasi gut aus und was würdest du nehmen? In der gleichen Preisklasse? Na so, weißt du, so relativ am Anfang, relativ stark, nette Type-Kombination. Na, da kannst du... das kann nur Magnetilo sein. Da muss ja nicht. So Mirabla zum Beispiel ist ja auch strong. Pflanze Gift. Kann man auch machen. Das Meer? Was? Ich möchte zu gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Oh ja, man kann ja hier in dem Spiel auch tauchen. In dieser Hütte am Meer liegt Mr. Brack. Er war einst ein stolzer Seemann, der niemals Angst vor dem Meer hatte. Und jetzt ist er eine feige Sau. Das ist Wrack, der Typ. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Kevoli, habe ich heute schon mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist Pelipper. Was? Ist das eine unpopular Opinion? Ja? Ich finde den mega cool. Der bringt den Pokémon Mystery Dungeon, bringt der Pelikan die Post. Ist das nicht geil? Und der sieht so kuschelig aus. Und der kann fliegen. Und Surfer kann er auch. Also mein Lieblings-Pokémon ist Gengar. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Und deswegen ja auch, Käferli, siehst du ja... siehst ja, oben rechts hat der Schmäler sogar ein kleines Gengar bekommen. Lady Scott übrigens, meine Damen und Herren. Lady Scott. Jugong. Das hat Eisattacken. Da muss der Defcon 5 mal ganz schnell raus. Da muss Defcon ganz schnell weg. Ganz, ganz schnell muss der Defcon weg. Wailord, beste Pokémon. Aha. Wegen der Größe, Käferli? Ja, Wailord ist auch nicht schlecht. So, erstmal mit einem Gena reinstarten. Eissturm? Hei, 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 hei. Okay, gut, ungefährlich. Initiative egal. Groß und ich liebe Wale. Nö, das heißt, dann bleibt nicht viel über. Deswegen auch Käferli. Kopfnuss ist eine andere Hausnummer. Ich mach mal einen Fluch. Ich finde auch Jugong ist auch einfach ein geiles Vieh. Ja, sieht cool aus, ne? Ist einfach ein tolles Design. Ich find das mega. Da finde ich allgemein. Ich glaube, so ein Gegenpart ist ja Valraiser. Ist auch cool. Da finde ich. Finde ich nicht so. Alter, würde ich immer auf Jugong zurück. Jugong größer Valraiser, sagst du? Mhm. Nee. Das kann ich so nicht stehen lassen. Aber natürlich. Nee. Ich würde sagen, Jugong ist eher so die weibliche Version von Valraiser. Die feminine Variante. Weil sie ähneln sich ja doch sehr. In dem, was sie sind. Aber hinten Aua mit dem Fluch, mit dem es seine Verteidigung und Angriff bufft, dem Gener. Hopp, Genesung? Hopp, Genesung. Läuft's noch? Sieht die noch klare Bilder, oder? Kostet das nicht 3000 Ocken? Machen wir nochmal einen Fluch. Die im Lotto gewonnen hat. Wenn der hier die ganze Zeit unseren Angriff... ich mach mal ein bisschen schneller.
Aurora-Strahl, okay. So, da war mal ein Tackle. Die Lipper, ich komme nicht drauf klar. Warum denn nicht? Ich verbinde dabei so viel tolle Zeiten im Pokémon Mystery Dungeon. Und dann gehst du aus deiner Base raus, dann kommt Pelipper angeflogen, bringt dir die Post, dann machst du so einen Klonk und dann kriegst du deinen neuen Auftrag und so. Das ist einfach geil. So, oh nein, noch nicht. Jetzt aber hier. Finish im Hintenauer. Jawohl, Hintenauer macht Vorneauer. Easy. Tschüss euch. Defcon 5, Level 7. Hintenauer, Level 10. Jetzt eine Kopfnuss. Nö.